Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute nehmen wir uns die letzte Office Suite vor, WPS Office. Und auch hier werden wir das Präsentationsprogramm vergleichen. WPS Office auf der Webseite gibt es in verschiedene Varianten. Ich nehme zum Test auch hier die freie Version. Zusätzlich kann man WPS Office auch kaufen, entweder mit einem jährlichen Beitrag oder einen einmaligen Beitrag. Unten stehend auf der Webseite ist dann alles, was zusätzlich zur freien Version enthalten ist. Dann fangen wir mal an, öffnen wieder unsere Testvorlage. Mache ich das mal groß. Und wir sehen, ist die erste Alternative, die auch die Bilder, das Format von den Bildern richtig öffnet. Alle sind genauso wie in PowerPoint. Öffnen wir kurz nochmal die PDF von PowerPoint, um zu vergleichen. Also die Bilder sind 1:1 dasselbe. Dann versuchen wir jetzt mal, das Ganze selber nachzustellen, was in WPS möglich ist. Erstellen wieder unsere Form, auch nur zu Testzwecken. Jeder kann Form nehmen, die er möchte. Objekt formatieren, Linie machen wir keine. Auch die Übersicht und die Handhabung ist ähnlich Microsoft. Der ganze Aufbau, man könnte meinen, das ist so chinesische Kopie. Das Ganze ein wenig größer. Den Winkel noch etwas anpassen. Wie gemerkt, das ist ja nur für Test. Ihr könnt Formen nehmen, welche auch immer ihr wollt. So, dann markieren wir alle, rechte Maustaste, gruppieren, Gruppe. Und jetzt schauen wir gleich mal, Füllung. Dann haben wir hier Bild, Textur. Das Fenster etwas breiter. Bild auswählen. Nehmen wir unseren Gecko wieder. Wir sehen hier schon sofort, wo das Ganze hinterlegt. Dann das Ganze wieder nach links. Verrutschen können wir das Bild auch, wie in Microsoft Office. Machen wir das Ganze noch ein bisschen höher. Jawohl. Und hinterlegen dem Ganzen einen Schatten. Also hier ist der Umstieg. Jetzt kann ich das mit den Figuren machen, die lasse ich jetzt weg, weil ich weiß, es funktioniert genauso. Hier ist der Umstieg von PowerPoint. Was hat man? Das ist mein Mustertext. Wohlgemerkt, die freie Version hat nicht so viele Funktionen wie die Kaufversion, aber dennoch. So, jetzt haben wir einen Text, hinter dem Text ein Bild zu hinterlegen. Hier mussten wir sowohl in LibreOffice als auch in PowerPoint einen Umweg machen, indem wir das in eine Form umwandelten. Bei der WPS-Präsentation Textfüllung können wir direkt ein Bild auswählen. Mache ich einfach die Papageien. Und direkt hinter dem Text ein Bild hinterlegen.
Also hier ist das einfacher als in PowerPoint. Jetzt kommen wir dann zur ersten Funktion, die in der freien Version fehlt. Und zwar, wenn wir jetzt eigene Formen, die Standardformen sind alle vorhanden. Eigene Formen können wir in der freien Version nicht erstellen. Wenn ich jetzt einfügen wieder, jetzt fügen wir wieder unseren Kreis ein. Beide markiere und dann fehlt hier das Feld. In der Bezahlversion ist hier unten drunter nochmal ein Eintrag mit Format und hier können wir die Schnittmengen schneiden, subtrahieren, was auch immer. In der freien Version ist dies nicht möglich. Zur Präsentation an sich ist ähnlich, ja, ich kann wieder die Präsentation einrichten, wie ich will, beginnend von Anfang an. Animationen gibt es sehr viele. Speichern unter. Ist auch ein Video-Export dabei. Als PDF, als Bilddatei. Wenn ich hier mal als Videoformat gehe. BMV wieder als Video. Video kann in jedem Schnittprogramm bearbeitet werden. Also von dem her ist WBS Office sehr einfach. Die freie Version, gut, es fällt die Funktion, eigene Formen zu bilden. Die Einarbeitungszeit, wer von PowerPoint umsteigt, ist gleich null. Die Funktionen sind ähnlich. Die Anordnung ist ähnlich. Man findet sofort, was man braucht, was man benötigt. Von dem her bis jetzt sehr gut. Jetzt gehen wir kurz noch auf die Bewertung. Wohlgemerkt, es bezieht sich jetzt alles nur auf die Präsentationen der einzelnen Programme. Datei öffnen kann es, Format übernehmen kann es, Grafik hinterlegen passt. Text, jetzt habe ich hier besser, einfacher als PowerPoint, dann ist das sogar besser. Formen selbst erstellen kann es nicht. Präsentieren ist, finde ich, gleich gut. Speichermöglichkeit als Video ist ebenfalls vorhanden. Also rein im Vergleich zum PowerPoint, LibreOffice und WBS Office sind ziemlich nah beieinander. LibreOffice hat vielleicht mehrere Möglichkeiten. Problem ist eben erstellte Präsentationen. Ich sage es jetzt mal so, aufwendig erstellte Präsentationen, nicht so 0815, ohne großartigen Design, übernimmt LibreOffice. Einarbeitungszeit ist hier vorhanden, im Gegensatz zu WBS Office. Muss jeder für sich selbst entscheiden, wie wichtig ihm eigene Formen sind oder was er mit den vorhandenen anfangen kann, bleibt euch überlassen. Jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen. Weiter fortfahren werden wir dann mit Alternativen für Excel. Hier werde ich in Excel ein paar Formeln erstellen, Dropdown-Liste und dann schauen wir mal, wie die einzelnen Programme diese öffnen und wie einfach oder schwierig es wird, diese nachzubauen. Bis zum nächsten Mal.